Hey, guten Morgen und herzlich willkommen bei Fels on Tour. Ja, heute geht es wieder mal los, aber diesmal nicht mit dem Camper. Heute fliege ich mal nach Warschau, Polen, für 2 Tage übers Wochenende. Was machen wir da? Also, die Frau von Sarahs Cousin, die feiert Geburtstag drüben in Warschau und da wurden wir eingeladen und deswegen fliegen wir mal einfach so rüber nach Warschau. Ja, schauen uns ein bisschen die Stadt an. Heute Abend ist die Feier und dann schauen wir mal. Ist sehr schöne Stadt. Wir waren schon mal in Warschau gewesen. Vor 2 Jahren war das ungefähr. Eigentlich sehr schöne Stadt. Hat was, ist mittlerweile sehr modern. Alt und modern. Ihr werdet es dann sehen. Wir nehmen euch einfach mal mit und zeigen euch mal ein paar Fotos und ein paar Videos. Und ja, das sage ich einfach mal. Wir fliegen in einer guten halben Stunde. Wir fliegen mit Ryanair hier von Baden-Baden los. Nach Warschau, Modlin. Das ist so ein bisschen außerhalb, weil Warschau direkt kostet viel mehr. Und ja, das ist so wie Frankfurt-Hahn, so die Distanz. Aber da gibt es gute Bus- und Zugverbindungen, wenn man dann direkt in die Stadt kommt. Genau, also dann würde ich sagen, fliegt einfach mal mit uns mit. Herzlich willkommen, hallo, schöne Grüße aus Warschau in Polen. Ja, schöne Sonne haben wir hier, aber es ist sehr kalt. Ich hoffe, man kann mich verstehen bei dem ganzen Verkehr. Also, wir haben minus 10 Grad, aber echt schönes Wetter, also es ist echt angenehm. Ja, was machen wir jetzt? Wir warten jetzt gerade auf Uber, auf unseren Uber-Fahrer, dass er uns abholt und dass wir dann ins Airbnb kommen. Wir haben dann eine kleine Ferienwohnung gemietet für die 2 Nächte, beziehungsweise für 1 Nacht nur hier. Ja, da machen wir uns dann frisch, quartieren uns kurz ein und dann geht's gleich weiter, dann treffen wir uns mit den anderen. Ja, ihr habt schon mal eine kleine Impression gesehen, wie es hier ist. Also es sieht sehr modern aus. Also man denkt ja gar nicht, dass Warschau so modern ist, ne? Wenn man so immer so das Osteuropäische denkt, ne? Nein, aber sehr schöne Stadt eigentlich. Die Altstadt ist richtig noch alt, die wurde ja aufgebaut wieder nach dem Krieg, wie sie auch vor dem Krieg ausgesehen hat. Das war so ein Architekturstudentenprojekt, was sie da gemacht haben. Sehr faszinierend. Das werden wir auch filmen, das filme ich euch auch, dass ihr das was seht. Ja, wie gesagt, jetzt warten wir auf den Uber-Fahrer, dass er kommt und dann fahren wir die 1-2 Kilometer. Warum fahren wir mit Uber? Weil es wesentlich günstiger ist als Taxifahren und Taxi ist hier schon günstig, aber Uber ist halt noch günstiger. Ja, dann gehen wir mal weiter und warten mal auf unseren Fahrer. So, eben waren wir in der Shopping Mall, wo ihr gerade gesehen hattet. Jetzt laufen wir zum Aioli. Aioli ist ein Restaurant, sehr bekanntes hier in Warschau, waren wir auch schon mal essen. Sehr leckeres Essen, zu günstigen Preisen. Genau, da laufen wir jetzt mal hin und wollen wir treffen uns da mit den anderen Leuten und ja, auf dem Weg tun wir noch ein paar Sachen fotografieren. Da gibt es ein paar schöne Sachen. So, jetzt sind wir endlich mal am Aioli. Ich hoffe, man kann es so halbwegs sehen. Jetzt zeig's euch so. Genau, da gehen wir jetzt rein und gehen was essen. Und
Dann zeigen wir euch mal, was es so Leckeres gibt hier. Also, gehen wir rein. Los! Jetzt sind wir vom Aioli wieder zurück in unserem kleinen bescheidenen Airbnb. Wenn man sieht, da gehen wir mal hoch. Das ist so unsere Schlafecke. Ganz kleine, feine Wohnung mit dem kleinen in der Couch, Fernseher, wo man braucht. Dann haben wir hier noch die Küche und das Klo. Ja, so. Wir sind natürlich zu faul jetzt auch gewesen, es ist auch ein bisschen arg kalt, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir laufen das nicht, die 1,5 Kilometer, 2 Kilometer, wir fahren die einfach mit dem Uber, haben uns einen geholt und der war dann binnen ein paar Minuten da und hat stolze 2,50 Euro umgerechnet gekostet, also echt spottbillig. Ja, und jetzt chillen wir noch kurz ein bisschen und dann geht's in so einer guten Stunde, anderthalb Stunden fahren wir dann wieder los. Und treffen uns dann an der Location, wo eigentlich die eigentliche Geburtstagsparty dann losgeht. Ja, so, dann sage ich einfach mal viel Spaß euch noch und wir werden heute Abend auch noch Spaß haben. Ich gucke mal, ob ich mal ein paar Videos machen kann, so ein bisschen, wenn wir hinfahren, wenn so ein Abendlicht so ist, alles so, wenn es beleuchtet ist, mal. Ja, wenn nicht, spätestens morgen früh sehen wir uns auf alle Fälle wieder, wenn wir wieder fit sind. Allerhaupt, dann bis auf alle Fälle morgen.